Hi Leute! Willkommen zurück zu Let's Retro The Elder Scrolls 2 Daggerfall, Folge 250! Ja, seit 250 Folgen spielen wir jetzt schon Daggerfall, sind hier als naher Freund des Kaisers Uriel Septim und versuchen seinen Auftrag zu erfüllen. Einen davon haben wir bereits erfüllt. Seine zwei Aufträge waren, seinen guten Freund König Lysandros seinen Geist zu beruhigen, weil der spukt. Das haben wir noch nicht gemacht. Das zweite war ein vertraulicher Brief zur ehemaligen Königin von Daggerfall, der verschwunden ist. Und den haben wir bereits wiedergefunden und an seinen ursprünglichen Adressaten gebracht. Das nur mal so nebenbei, denn heute machen wir etwas ganz anderes. Ich habe mir überlegt, ich hatte mir ein paar Sachen überlegt. Ich habe mir gedacht, vielleicht lasse ich ja Ricolette einfach mal ein bisschen spielen, aber Daggerfall ist doch ein bisschen zu komplex, als dass Ricolette das so schnell, oder dass jemand anders das so schnell lernen könnte. Ich meine, ich habe selbst sehr viele Folgen gebraucht und weiß immer noch nicht alles. Ich glaube, ich habe sogar eine ganze Folge gebraucht oder mehrere Folgen, bis ich dann gelernt habe, wie man die Weltkarte öffnet. Nein, wir machen etwas ganz anderes. Nämlich etwas, was, wenn ich jetzt normal weitergespielt hätte, also Plan wäre, Hauptquests durchmachen und dann hätten vielleicht noch so 200.000, 300.000 Goldstücke gefehlt und dann hätte ich mir ein Haus kaufen können. Dafür hätte ich dann ein paar Magier-Gilden-Quests gemacht und so weiter. Fällt mir gerade ein, ich muss vorher noch schnell woanders hin. Und dann hätte ich das Let's Play beendet, weil ich wollte einfach nur ein Haus und mit dem Haus kaufen. Ich hätte mir das dann noch Augen gesehen und hätte dann im Haus das Let's Play beendet. Das ist immer noch mein Plan. Allerdings hätten wir dann eins nicht gemacht, was auch interessant gewesen wäre und was ich stattdessen jetzt für Folge 250 vorhabe. Bisher, ich glaube, das ist bis jetzt noch nicht ersichtlich, was ich vorhabe. Aber gleich wird es das sein. So, wir machen jetzt nämlich etwas. Wir holen uns jetzt. Ach, Moment mal. Das machen wir vielleicht besser so. So. Zack. Jetzt haben wir hier ein Letter of Credit mit 100.000 Goldstücken. Aber ganz ehrlich, das haben wir in einer Aufnahme wieder drin, also deswegen tut mir das jetzt nicht so weh, auch wenn es ein bisschen weh tut. Immerhin hat mir Spaß 500.000 Gold. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir reisen jetzt hier hin. Kaufen auf in the Bluff. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass Yusuf gesagt hat, da kann man Daedra beschwören. Und das möchte ich jetzt tun. Ich will jetzt einen Daedra beschwören. Und da bin ich jetzt richtig gespannt. Mit? Geile Braut, die immer dicker und älter wird und hässlicher. Okay. Hey, reden wir mal. Daedra Summoning und Quest, genau. Talk. I don't have time for your type. Oh. Gibt ihr uns eine Quest? The Sisters of the Bluff must once again call on the kindness and might. We require a heart of a Daedra for our spellcraft, but the heart must be recently plucked and by thou. Wilt thou find and murder a Daedra for you, dear aunts? Das machen wir jetzt nicht. Wir wollen nämlich keine Quest für sie machen. Daedra Summoning will ich machen. Today is Mordor's the 28th of Second Seed, the day of summoning for Sanguine. Do you, Winder, wish to rescue life and very soul by summoning Sanguine into our mundane world? Wir können uns jetzt noch nicht, ich will vorher speichern. so. Vielleicht, ich glaube, ich möchte auch noch mal kurz den hier speichern. So. Okay, machen wir, ja, das will ich. You do not have enough gold. Bitte. Okay, offensichtlich müssen wir das Geld so dabei haben. Town. Reisen wir mal schnell dahin. Ich hoffe, da gibt es eine Bank. Da werde ich bloß wieder ins Gefängnis gesteckt, wenn ich mit der rede. Gibt es irgendwo andere Leute oder. Ach, wisst ihr was? Wir reisen einfach mal schnell. Das ist jetzt nicht wahr, oder?
der greift mich jetzt nicht an, oder? Tatsache. Hallo? Ich glaube, er muss mich treffen, damit damit es kommt mit dem, möchtest du aufgeben? Naja. Ich möchte es eigentlich gar nicht. Ja. What if a Hogwarts said I'd find you here, die, Vladigon? Ach, das ist ja gar kein Ritter! Naja, egal. Das nehmen wir natürlich alles mit. 682 Gold, ja, geil. Kann ich jetzt reisen? Okay, wir reisen jetzt einfach mal schnell nach Daggerfall. Aber ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ich glaube, das war hier irgendwo, oder? Hier, Daggerfall. War sogar richtig. Okay. Also offenbar müssen wir das Geld so tragen. So, jetzt bin ich am Westtor. Okay, ich muss sehr weit nach Süden. Dann gehe ich schnell zur Bank, mach mal eben den Geldtausch und ich gehe noch zum Händler, zum Pawnshop und verkaufe die Sachen, die wir gerade gefunden haben. Also wirklich, gefunden haben. Die lagen da auf der Straße. So, Sanguin hätten wir beschwören können, wenn wir genügend Geld gehabt hätten. Ich bin gespannt, welcher Tag es sein wird, wenn wir zurückkommen. Ich glaube, das hier ist die dunkle Bruderschaft. Kann das sein? Oder das hier vielleicht? Ich weiß es nicht. Hm. Aber es müsste demnächst bald eine Bank kommen. Mal wieder ein bisschen in diese Richtung. Ah, wir sind schon nah dran. Da vorne ist die Bank. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier zur Bank rein. Okay. Ach nee, wir warten jetzt einfach mal schnell. 8 bis 15 Uhr und es ist... Ja, okay, 2 Stunden. 2 Stunden können wir warten. Das ist kein großes Problem. So. Banking. Deposit. Ja. Withdraw. 100.000 geht nicht. Muss ich jetzt echt erst verkaufen gehen, weil ich sonst nicht genügend Platz habe? Dann gehen wir erst verkaufen. Ist ja gleich da vorne. Also hier ist erstmal der General Store und dort hinten kommt der Pawnshop. Der macht erst um 9 auf, jetzt ist er 8. So, das haben wir jetzt alles weg. Wir haben das. Okay. So. Ich hoffe... Das hat jetzt gereicht. Ansonsten weiß ich nicht. Das wäre auch ein bisschen blöd, wenn wir keine 100.000 tragen könnten. Dann könnten wir den Dieter gar nicht beschwören. So, mal sehen. Nein, klappt. Da kam sogar eine Fehlermeldung. Kann ich vielleicht 90.000? You cannot carry so much gold. Ja, ja. 80.000? Auch nicht. 70.000? Nein. 60.000? Nein. 50.000? Nein. Aber es hieß doch, wir müssen 100.000. Jetzt, ich schau mal nach. Was müssen wir machen?
So. Da hab ich. Summoning Ghosts. The costs for summoning a Dendar Prince are quite high and are determined by teleportation factors alone. The exact costs are calculated as follows. 200.000 Gold minus Reputation with the Summoner's Faction mal 1.000 Gold. Das heißt, wenn wir Pech haben, müssen wir 200.000 zahlen, okay? Dann nehmen wir einfach mal 200.000 mit. Ich hoffe, das reicht. Das ist zwar ein bisschen teuer jetzt, aber ich... Für Folge 250 werde ich das sogar mal hinnehmen. Ich... Nein, oder? Ach komm. Jetzt muss ich echt noch... So, wo ist hier eine Stadt? Reisen wir mal dahin. So, jetzt muss ich tatsächlich hier noch mal kurz mein Leben auffrischen. So, da kommen auch schon die ersten. Und gleich geht's mir wieder gut. Ah, richtig angenehm. So, dahinter ist irgendwo noch einer. Da. Jetzt komm, stirb. Okay. Irgendwo sind hier noch welche, aber ich sehe keine. Davor vielleicht? Könnte sogar hier drin sein. Nein. Da vorne. Jetzt hat er uns auch gesehen. Aber gleich sieht er nichts mehr. Okay, jetzt können wir wieder reisen. Aber ich möchte natürlich die Sachen mitnehmen. Ich meine, das ist Geld und das können wir jetzt sogar noch mehr gebrauchen als sonst. So, zack. Alles mitnehmen. So, dann den hier. Oh, der hat ja nur zwei Sachen. So, der hat ein paar mehr. Und der hier auch. So. Nein. Exit. Dahin will ich. So, Coven on the Bluff. So, wir speichern natürlich wieder davor. Also wir brauchen mehr als 100.000 Gold. Speichern. Today is Fredas the 9th of mid-year, the day of summoning for Namira. Do you, Winder, wish to risk your life and very soul by summoning Manira into your mundane world? Bird, yeah. Yeah, I had work. But the situation has resolved itself. Thanks anyway. Ja, und jetzt? Ich hab 1394 Gold. Letter of Credit 0 Gold. Die hat die kompletten 200.000 mitgenommen. Ja, und wo ist das jetzt? Okay. Habe ich jetzt irgendeinen Gegenstand im Inventar oder so? Sag mal, willst du mich verarschen? Es ist doch kein Gegner da. Hä? Okay, weiterlesen. That means a reputation. Okay. Regarding this formula, the best choice, if you have one, would be chances for a successful summoning. The following information comes from Daggerfall Chronicles and must be taken as fact, since there is no way to verify this information by gameplay alone. The Daggerfall Chronicles gives the following formula. Chance in Prozent ist gleich 30 plus Player's Reputation with specific Dedra, offenbar 0, also 30%. Plus Special Day plus Weather Type.
The special day is the day on which the specific Daedra can be summoned. According to the Year 4 Chronicle, this adds an additional chance of 30% at this day and 0% at any other day. But since the Daedra can't be summoned on any day beside the summoning day, it is arguable whether this variable may have any influence at all. The weather type is the type of weather the specific Daedra enjoys the most. It increases the chance by 15%. Okay. Huh. Okay, okay. 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 Es steht hier, Namira kann man beschwören. Was ist da? The Lady of the Sea is the Daedra Prince, whose sphere is the ancient darkness. She is It's also called the great. Namira was one of the Daedra princes who made no appearance in Morrowind, besides being mentioned in books and some NPC dialogue. References. Und was ist da jetzt? Wie kann man die beschwören? The Ring of Namira is here with this. Okay, the Hero of Daedra was blessed. Habe ich hier vielleicht eine Quest jetzt? Nein. Was soll der Mist? The Champion of Cerdy was okay. Wie kann man den jetzt? Ich glaube, es ist fehlgeschlagen. Es stand zwar da, es war da, sie ist da, aber sie ist irgendwie nicht da. Ich lade einfach nochmal. Load Game. Vielleicht ist es ein Bug. Also ich hoffe natürlich, wir kriegen das jetzt irgendwie hin. Namira did not deign to grace our world this night. Come back another day if you would speak with a Daedra. Und jetzt habe ich kein Geld mehr, oder? Tatsache. Einfach neu laden. Load Game. Wisst ihr was? Ich möchte jetzt auch mal meinen zweiten Spielstand nochmal speichern. Nicht, dass es mir aus Versehen passiert, dass ich den überspeichere. Daedra Summoning, yes. You're too late. I gave the job to some spellsword. Bit. Aber ich habe jetzt immer noch mein Geld, oder? Nee. Was ist denn das für ein Mist? Okay. Offenbar müssen wir das so oft machen, bis sie tatsächlich auftaucht. Ja, I had work, but the situation has resolved itself. Thanks anyway. Ah, sie hatte Arbeit, aber die Situation... Okay. Okay, das heißt, wir müssen das einfach so oft machen, bis es funktioniert hat. Und es steht da, Namira hat keinen speziellen Wettertyp, gibt also eine Chance von 15%, plus 30%, plus 0, plus 15, das sind also 60% Chance. Das heißt, eigentlich von... von 5 Versuchen müsste eigentlich müsste es bei 3 klappen. Stimmt aber nicht so ganz. Okay, wieder nicht. Ah Mann, komm, ich will sie beschwören. Did not a word this night. Ach komm. Vielleicht können wir ja auch jemand anderen beschwören. Vielleicht muss es nicht unbedingt sie sein. Wo, da ist sie! The desire for power gnaws at the gods. Does it not? Winda? I can see it does. Excuse my informality, but I feel like I know you. I recognize your craving. As if it's very my own. Very my own. You want to control, and the thought makes you slave like a starving wolf.
I can fill your belly, but first, I need to know, will you kill in order to fill this void? Yes. Aber jetzt einfach mal auf Z gedrückt, also Z auf englische Tastatur Y, also ja. Wonderful. You should see the look in your eyes. Da ist plötzlich ein Imp aufgetaucht. And you will be mighty. I can see it in them. Now your stepping stone to power is a vampiric ancient who has displaced me. Lithion. Know that he is a mighty adversary. And his Asylum, King Hotshold, is well protected. Das schreibe ich jetzt mal kurz auf, falls es keine Quest gibt. So, King Hotshold. But you can and will kill him. Once you have, go to my darling friend, Carolulda Woodsley, over at Coven on the Bluff Lyceum in Daggerfall. Carolulda Woodsley is a busy person, so don't keep her waiting more than 18 days. Carolulda Woodsley will have a present for you that I think will make you very happy. Farewell, Winda. We will meet again. I know. Okay. Ist er das? Nein. Steht's jetzt plötzlich hier irgendwo? Nein, wahrscheinlich muss ich erst nochmal herkommen. Habe ich das jetzt als Quest hier? So, das ist... Das hier ist sie. Medora came to me... Nein, das ist sie nicht. Ah, hier. The Data Prince Namira has promised me the Ring of Namira. Hat sie eigentlich gar nicht. Sie hat nur gesagt, ein Geschenk bekommen wir. Aber wir bekommen den Ring of Namira. Und das Geile ist, den kann man sowohl in... diesen Ring kann man in... Oblivion oder in Skyrim auch kriegen. Das habe ich hiervon nicht gelesen. Warte, kann man den machen? In... The Hero of Daggerfall was blessed with the Ring of Dispatching an Ancient Vampire. Also, machen wir jetzt. The Champion of Cyrodiil was likewise rewarded for helping her followers retaliate against those attempting to turn them away from her. Also in Oblivion gibt es auch den Ring. Und the Lost Dragonborn was also given the ring for helping her secretive followers in Skyrim and become her champion. Becoming her champion. Das heißt, in Skyrim gibt es den Ring auch. Das finde ich richtig geil. Okay. Das sind sogar Bilder dabei. In Daggerfall haben wir ja gerade gesehen, wie sie aussieht. So wie sie ist. In Oblivion gibt es eine Statue von ihr. Und in Skyrim gibt es auch eine Statue von ihr. Und dann gibt es hier noch ein Abbild der Ring, wie er in Oblivion gesehen ist und wie er in Skyrim ist. Und die sieht irgendwie komplett anders aus. Und ihr Symbol ist auch noch gezeigt. Finde ich schade, dass ihr das... Ich kann euch ja sagen, es ist www.uesp.net/wiki/lore:Namira. Da könnt ihr da mal nachsehen, das ist echt cool. So, und das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt in King Hearts Hall. So, das möchte ich aber speichern, dass wir die jetzt erwischt haben. So, suchen wir mal King Heart. King Hearts Hall, ja. So, ich möchte das so schnell wie möglich machen. 4 Tage, dann haben wir noch 14 Tage Zeit. So, Leben ist noch okay. Gut so. Wasser. Toll. Aber wir können zum Glück schnell schwimmen. So, da vorne ist der Eingang. So, das ist eine Katze. Ah, und hier soll, glaube ich, dieser Eingang sein. So, dann speichern wir. Ein Eisatron nach. 3 Gold! Okay. Bin ich mal gespannt, wo diese Ancient Vampire ist. Ach, hier gibt es nur diese einen Weg? Diesen einen Weg? Ja, okay. Hier geht es nach oben oder da unten weiter? Ich möchte unten weiter. Hier geht es runter. Bleiben wir erstmal hier. Aber Moment mal, ich möchte auch
jede Fackel testen. Nicht, dass da der hier irgendwo versteckt ist. Das wäre ein bisschen blöd. War hier vielleicht irgendwo eine Fackel? Nein. Möchte ich alles testen? Nicht, weil wenn hier wirklich irgendwo ein Versteck ist, das wäre ziemlich blöd, wenn wir das nicht finden. Ach, hier geht's auch rauf. Okay, aber hier ist ein Versteck. Gehen wir da mal durch die Tür. Okay. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Dann gehen wir dort weiter. Ach, Moment mal. Jetzt 5 Gold. Ein Dieb. Was ist das? Nur ein Blatt Papier, das bleibt da. So, das nehmen wir mit. 275 Gold. Ja, geil. Richtig geil. So, wird gespeichert. Hat die zweite Tür, stand da jemand da? Nein, da stand keiner. Wurde also auch da aufgemacht. Und hier, oh. Ein Wartezimmer. Aber das ist schön dekoriert. Okay. Was haben wir hier? Ja, gehen wir einfach mal hier weiter. Okay. Das hört sich nicht gut an. Ich habe Angst, ich will speichern. Ach, das ist ja nur ein Gargoyle. Viel Gold! Die hatten wir, glaube ich, erst in einem einzigen Dungeon oder so. Aber wir wissen ja, dass sie nicht stark sind. Hä? Okay, hier ist er nicht. Die Ratte muss aber hier irgendwo in der Nähe sein. War da ein Schatz? Nein. Halt mal, was ist da hinten? Ach, das ist nur die Kurbel hier. Ich dachte, da wäre jetzt ein Hebel oder so versteckt. Gehen wir mal dahin. Ein Gold. Nein, paralysiert und tot. Mist. Aber das haben wir gleich. Wir haben ja... Ich will aber da schnell rein, nur damit wir es auf der Karte haben. Wir haben uns ja einen Schockresistenzzauber gemacht. So, Resistance Shock. Hehe. 5 Gold. Kampfmagier getötet. So, das nehmen wir alles mit. 154 Gold. Ah, jetzt können wir nichts mehr tragen. Was ist das für ein Helm? Plus 3, der ist mehr wert als Leder. So, speichern. Gehen wir mal geradeaus weiter erstmal. Da geht es nach oben. Oh, da hört sich schon an nach diesem Ancient Vampire. Vielleicht haben wir Glück und wir finden ihn sogar gleich. 5 Gold. Tja, Pech, ich habe Schockresistenz. 99 Gold. Okay, kann ich nicht tragen, kann ich nicht tragen. Was ist das? Eine Karte! Nicht mal die kann ich tragen. Okay, ich habe hier sicher noch irgendwo Leder. A freshly drawn map indicates the long lost location of Baluhexden. Which you copy down. So, was ist das? Plus 1. Das ist nicht gut. Und auch das kann ich da lassen. So, speichern. Und hier ist niemand. Na gut, Karte. Hier ist wirklich nichts. Sonst gehen wir da weiter. Okay, 4 Gold. Oh, oh. Was war das für ein Zauber? Aha. Da haben wir noch.
noch ein bisschen was. Jetzt können wir das wieder tragen. 220 Gold. So, das hier ist Kette und das ist auch Kette. So, haben wir noch? Da haben wir noch Leder. Besser. So, bevor ich da jetzt irgendwas mache, erstmal heilen. Hier Healing Toga. Das ist immer gut. 3 Gold. Hallo? Ah, jetzt. Okay. Der muss ja hier irgendwo sein, dieser Ancient Vampire. Wir haben ihn ja schon gehört. Die Frage ist, wie kommen wir zu ihm? Weil nur weil wir ihn da gehört haben, heißt es noch lange nicht, dass dort auch der Weg zu ihm ist. Es kann genauso gut sein, dass wir über einen Umweg zu ihm erstmal kommen, der uns durch den halben Dungeon fegt. Ah. Das ist der Eingang. Das war der Eingang. Ja, geil. Oh, Moment mal, dann könnten wir gleich mal Recall hier setzen. Recall. Ah. Ah, und das sind Gegner in der Nähe. Aber was ich auch machen kann, ist, yep, und das hier alles mal da reinhauen. Dann muss ich jetzt nicht zurücklassen. So, hier vielleicht? Nein. Hier? Nein. Da unten? Nein. Da vorne? Nein. Hier? Nein. Hier? Auch nicht. Okay, ich kann hier irgendwie nirgends speichern, ausruhen. So, jetzt gehen wir hier weiter. Würde es denn hier gehen? Auch nicht. Na, dann ist es auch egal. Jetzt ist es erstmal egal. Okay, hier war keine Geheimtür. Ah, da. You have pilfered a crust of bread. Apparently once part of a sandwich. So, 143 Gold. Das hier sieht aus wie Silber. So, was können wir noch alles... Ja, okay, jetzt geht gar nichts mehr. Und das ist ein plus 5 Helm. Weg damit. Wir nehmen den Helm mit. So, wir haben ein Audio-Bug. Das ist nicht toll. Toll, und er ist hier. Dann gehen wir jetzt mal da lang. You find nothing of value in your victim's satchel. Just a ball of flavored wax. Wax. 4 Gold! Jetzt erstmal hier weg. Oh, er ist weg. Da ist ein Schatz. So, ich kann nichts mehr tragen. Ich habe hier noch Leder. 242 Gold. Hier habe ich noch Leder. Und was ist das? Cloth Amulet. Okay. Könnte ich das denn auch ausrüsten? Geil! Amulett! Hä? Wieso ist das da als Amulett? Das ist Unstrainable Bracelet. Gehört das eigentlich nicht irgendwie hier zu den Bracelets? Und hier haben wir Ring. Das ist... Ein Ring könnte eigentlich... Ach, da sind die Amulets und hier die Bra... Ah, okay. Jetzt gibt es plötzlich Sinn. Aber dann... Das, hier steht doch ein Amulett. Wieso ist das nicht bei den Amuletten? Na, egal. Wir haben ihn auf jeden Fall. So, und da oben gibt es keinen Teleport, oder? Nein, gibt es keinen. Ganz ehrlich, das möchte ich speichern. Ach, und ich habe die noch gar nicht durchsucht, weil ich erst den Audio-Bug weg haben wollte. 209 Gold. So, dann haben wir hier Kette und hier, das ist vermutlich auch Kette. Zack, zack, zack. 3 Kette plus 3 Kette. Das hier ist Stahl, das kann weg. Kann das damit? Das ist auch Kette und das war auch Kette. Okay. So, dann der da hinten. 264. Oh, das kann ich nicht mehr tragen. So, das war plus 3. Hier haben wir Stahl, kann weg.
Den nehmen wir auch mal mit. Und was ist das? Das ist ein plus 3. Den nehmen wir auch mit. So, speichern. So. Ah, aber hier geht es gar nicht mehr weiter. Okay, dann gehen wir da zurück. Laufen! So, dahin geht es weiter, oder? Genau. Ich bin nämlich irgendwie... Ich glaube, ich bin geradeaus weitergegangen. Vielleicht ist er ja da rechts irgendwo. Oder auch nicht. Hier haben wir einen Schatz. Nein, kein Schatz. Hier geht es hoch. War da gerade eine Lampe? Ah, da oben. Aber ich glaube kaum, dass die was öffnet. Hier geht es noch höher. Ah, und hier ist ein Gitter. Ein Gitter. Vielleicht ist da ein... Ich weiß, wir hatten schon mal einen Dungeon, da war da ein Geist. Okay, hier ist jemand anders. You find nothing of value in your victim's satchel, just a bottle of flavored wax. Vielleicht... Resistant Shock. Ja, das war gut so. So, Pfeil... Ah, ich habe keine Pfeil... kann keine Pfeile mehr tragen. So, 3... 4... 3... 3... 5... 3, 3, 3, das ist ein Stahlsäbel, der kann weg. 99 Gold. So, was ist das für... Ach, das ist auch ein Stahl, das sind beide Stahlsäbel, okay. So, Mana ist alle. Fünf Gold. So, was haben wir... das wird mitgenommen. 99 Gold. Das ist, glaube ich, Stahl. Yep. Und plus 1. Das kann alles bleiben. Okay. Oh, 3 Gold. Ich kann nichts mehr tragen. Okay. Da war ich, glaube ich, irgendwo. 3, 1, der hier kann weg. Das reicht aber noch nicht für das. Für das da schon, 77 Gold. Das hier ist Eisen. Okay, hätte ich sonst noch was, was weg kann? Hier, das hier zum Beispiel. Dann nehmen wir lieber das Einhornhorn mit. Und das hier, oh, das geht gar nicht. Da können wir da das hier noch weghauen, dann geht das immer noch nicht. Das hier ist plus 1, kann auch weg. Jetzt geht es. Okay. Ach, Moment mal. Hier waren wir schon. Okay, dann gehen wir jetzt... Ah, Moment mal. Da vorne ist, glaube ich, eine Sackgasse, oder? Ja, hier ist eine Sackgasse. Hey, ich bin da gerade hingegangen und es wird mir nicht angezeigt. Jetzt wird es mir angezeigt. So. Okay. Es könnte sein, dass ich dadurch muss, aber dann muss ich erstmal den Hebel finden. Den habe ich noch nicht gefunden. Dann hier weiter. So, da bin ich hergekommen. Das da hat... Habe ich fertig? Das habe ich auf. Da bin ich wieder nach oben gekommen. Genau. Zum Anfang. Und hier war nichts. Das heißt, da muss ich auch zurück. Da muss ich hier zurück. Okay. So, da geht es zurück. Und jetzt bin ich da. Okay. Dann geht es hier rechts weiter.
Ah, okay. Zumindest einen Schatz gibt es hier. 231 Gold und ein bisschen was. Habe ich noch ein bisschen Eisen oder so zum Leder oder so zum Ablegen? Was ist das? Das ist ein Stahlleiter. Ja, okay, das kann auch weg. Das bringt nicht so viel Gold, da sind mir die Zutaten tatsächlich lieber. Hier ist ein offenes Gitter. Und hier gibt es zwei... Da unten ist schon eine Leiche. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay, das ging ja schnell. Und hier ist gleich mal gar nichts. Aber das sieht aus, als wären wir wieder in diesem einen Labyrinth. Oder? Ich bin mal da weiter. Hier ist nichts. Dann gehen wir da durch. Wir sehen vorher aber nochmal nach links, nicht, dass da einer vorbeikommt. Okay. Ein Gargoyle. Zwei Gold! So. Speichern. Ich weiß noch, in unserem ersten Dungeon, wo wir diesen Dungeon-Teil gefunden haben, also wo hier der Weg nach unten ist, da die Tür und wo es hier in so eine Tür reingeht, da haben wir einen Bären gefunden und ich hatte richtig Schiss, die aufzumachen. Das weiß ich noch. Ah, das war so richtig schön. Da war alles noch so neu. Okay. Ich möchte nach links. Ah, da gibt's Wasser. So, drei Gold waren das, glaube ich. Okay, mehr gibt's hier nicht. Dann gehen wir jetzt zum... Oh, wir sollten vielleicht vorher... Ah, da ist ein Gegner in der Nähe. Ah, das ist nur so tief. Ah, okay, dann können wir... Da ist eine Ratte. Dann können... Das ist gut, dann brauchen wir nämlich keine Wasserzauber. So. Hier ist auch nichts. So, ich frage mich, wo dieser Ancient Vampire ist. Wir hatten ihn ja schon in der Nähe gehört. So, keine Geheimtüren. Bis hierher auch nicht. Hier geht es weiter runter. Okay, da brauchen wir dann die Wasserzauber. Und hier? Hier noch nicht. Hä? Nymphe mindestens. Moment mal. Ja, ich bin hier schnell raus. Lamia just died. Lamia? Was heißt Lamia? War das etwa ein Eigenname? Moment kurz. Lamia. Lamia! A mythical monster with the body of a woman, with the head and breasts of a woman, and the body of a snake. Said to prey on human beings and sucks the blood of children. We Lamia were not supposed to fall in love with humans, but I was willing to break every existing rule for her. Ah ja, okay. Das ist ja interessant. Also ich wusste gar nicht, dass es auch eine Lamia hier gibt. Aber das ist eine Nymphe. You see a dead Lamia. Und da hinten? You see a dead Nymph. Lamia ist wohl die stärkere Form einer Nymphe. Das ist interessant. Das ist äußerst interessant. So, 99 Gold. Und schon geht wieder nichts mehr. So, ich weiß, da hinten war... So, den hier hauen wir weg.
Okay, passt. So, was hat die? Die hat nicht viel. 187 und das Horn eines Meerwildschweins. Aber das war interessant. Es ist interessant. Na gut, dann gehen wir jetzt weiter runter und da werde ich dann ausruhen, also schlafen. Campen. So, Anteil voll hielt, weil ich brauche die Wasserzauber. Dafür brauche ich Mana. Yohi, Dodging and Pickpocket Skills improved. So, nochmal speichern. So, Beyoncé. Sobald uns die Luft knapp wird, werde ich auch den Wasser... Das noch anlocken. Okay. Wasserzauber anwenden. Das ist eine Lamia. Yep, das ist eine Lamia. Jetzt wissen wir, wie sie aussieht. Wir nehmen Duse fast. 121 Gold. Okay. Interessant. Da haben wir noch ein bisschen Gold. Also ein Schatz. Sonst noch was? Nö. Nein, hier ist sonst nichts mehr. Dann gehen wir den anderen Weg weiter. Und die scheint es wohl im Wasser zu geben. Oh, ist hier schon Schluss? Tatsache, hier ist schon Schluss. Dann gehen wir wieder hoch, dann brauchen wir den Wasseratmungszauber gar nicht. Und für das eine Beyoncé hätte es sogar fast jetzt eigentlich gereicht, wenn wir uns nicht geschlafen hätten, nicht ausgeruht hätten. Naja. Ah, okay, ich dachte gerade, da wäre noch eine geschlossene Tür. So, dann waren wir hier unten, dann geht es da links weiter. Gleich mal speichern, damit ich den Weg nicht nochmal gehen muss. Okay. Keine Geheimtür. Links, geradeaus oder rechts? Ich will mal rechts lang. Wo? Da ist er. 2 Gold. Ich dachte gerade, ich habe doch ein Monster gehört und sah keines und dann war es doch da. Okay. Fünf Gold. Oh, ein verzauberter. Ah, den kann ich nicht mitnehmen. Ah, ah, ah. Da haben wir sogar noch Leder. Und nochmal Leder. Okay, und jetzt ist dann Schluss. Das ist ein +1 Helm. Ich kann immer noch nicht mitnehmen. So, das ist Kette, das ist Stahl, das ist Mithril. Kette. Ich glaube, jetzt dann müssen wir die Kette weglegen. Ah, vorher geht aber noch der da weg. Ah, immer noch nicht. Okay, Kette. Das Silberdeikatan ist, glaube ich, auch weniger wert. Aber das hat nicht geholfen. Kette, Elfen, Ebenholz, Kette, Stahl, Kette, dann halt den Buckler. Jetzt geht's. Ah, aber mehr geht hier auch wieder nicht. So, Kette, Zwerg, Kette. Und mehr geht nicht. Okay. Dann hauen wir das hier weg. Wir hier, obwohl, wenn wir das weghauen, dann ist das ja auch gar nicht mehr so wichtig. Als nächstes werde ich dann sowieso die ganzen Zutaten wegwerfen, wenn es so weitergeht.